Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit der TOT-Schockwelle und einem Makro AFK leveln könnt. Und zwar braucht ihr hier erstmal die Schockwelle-Wunderwaffe, Leute. Die könnt ihr entweder aus den Herausforderungen bekommen, aus der Kiste oder hier aus dem Free Easter Egg, so wie ich es gerade mache. So, dann schnappt euch die TOT-Schockwelle. Ihr braucht die auch nicht zu verbessern, die Standardversion reicht vollkommen. Wenn ihr sie dann habt, Leute, dann lasst zwei Zombies am Leben. Nehmt euch am besten noch einen Juggernaut-Perk und die Schnellwiederbelebung. Und zur Sicherheit könnt ihr noch Stims mitnehmen, Leute. Wenn ihr dann alles habt, dann lasst nur noch zwei Zombies am Leben. Diese müsst ihr jetzt hinter euch her trainen. Und zwar macht das so wie ich, Leute, so dass die Zombies gerade hinter euch herlaufen. Und nicht, dass sie von links oder rechts dann kommen. Also macht es so wie ich. Dann geht zu der Stelle, wo ich hingehe. Legt euch hin, haltet die Taste, um nach vorne zu laufen, gedrückt. Und sobald ihr Hits bekommt, drückt die Ducken- und Liegen-Taste zusammen. Und wenn ihr unter der Map seid, geht ihr hier zur Seite. Und ihr seid jetzt hier unter der Map. Nun Leute, stellt euch hier an diesem Felsen, wo ich mich hinstelle, hin. Und dann könnt ihr eure Makro aktivieren. Und zwar wird dieses Makro automatisch euer Magazin leer schießen. Und dann sich wieder aufladen, so über 20 Sekunden. Und wenn ihr Feuerring habt, wird euer Makro dann auch dieses Feuerring aktivieren. Hier könnt ihr auch vollkommen AFK gehen, Leute. Ihr werdet auch nicht rausgeschmissen wegen Inaktivität. Den Download-Link für diesen Makro, den ich erstellt habe, packe ich in die Videobeschreibung. Ich kann euch nur sagen, wie es auf der Razer-Maus oder Razer-Tastatur geht, Leute. Falls ihr keine Razer-Maus oder Razer-Tastatur habt, habe ich mal gehört, dass irgendwelche Autoklicker funktionieren sollen. Aber ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Aber falls du eine Razer-Maus oder Razer-Tastatur hast und nicht weißt, wie du dein Makro einfügen sollst, dann kannst du mir auch gerne auf Discord schreiben, dann werde ich dir helfen. So, ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Ciao.